So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Ich hoffe, es ist synchron. Der Test gerade war synchron. Aber letztes Mal war es ja so. Der erste Part war synchron. Dann habe ich weiter aufgenommen. Und dann war der Rest so ein bisschen immer off. Also, keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach jedes Mal den Part kontrollieren und jedes Mal regulieren, wenn es wieder schief läuft. Aber ich hoffe, es ist synchron. Ich kann gerade nicht mehr machen. Es ist synchron, wenn ich jetzt aktiviere. Und ob es vom Audio her synchron ist, das hört ihr ja selber. Ja, wenn da oben sich jetzt gleich die Fläche bewegt, rüber zum Stern. Und es dabei einen Ton gibt, wenn ich rüber drücke. Also jetzt. Ne? Das seht ihr selber, ob das synchron ist. Aber ob es von meinem Mikro her synchron ist, das kann ich nur mit Tests machen, wenn ich sage, ich drücke jetzt auf den Stern. So. Und so teste ich halt auch immer, ob synchron ist, die Aufnahme vorher. Aber, naja, das ist halt das Problem. So, wir haben ein neues Level von Alina. Und das war's auch schon. Sehr gut. Dann gehen wir dieses Level durch. 10% haben es geschafft. Fast. Let's go. Und werden danach uns weit um die Baumeister kümmern. Das ist der Plan. Oh, Bruder. Das soll ich nicht sagen. Das war... Jetzt bin ich... Da ist es schon wieder. Das kommt so automatisch. Ja, ich weiß, ich werde versuchen, es zu regulieren. Ich werde versuchen, es zu regulieren. Reduzieren. Regulieren auch. Aber ich wollte eigentlich reduzieren sagen. Ich weiß halt echt nicht. Aber ich finde es so lustig, dass es unter Part 114 das erste Mal kommentiert wurde. Und in Part 115 ist es mir ja selber aufgefallen. Und da habe ich ja selber schon drüber geredet, ohne dass ich wusste, dass das in den Kommentaren auch ein Thema wird. Also, fand ich ganz lustig. Musste ich ein wenig schmunzeln. So. Was ich, glaube ich, halt öfter gesagt habe, ist sowas wie, oh Junge. Ne? Aber das ist so, das kann man, denke ich, auch sagen. Das ist nicht so böse. Was? Wait. Ach so. Verstanden. Nein, das war zu bald. Ich wusste nicht, wann ich den... Jetzt weiß ich, dass ich da noch nicht... Wahrscheinlich hat sie wieder so eine Fläche hingebaut, weil man den werfen muss. Das ist ja ganz freundlich. Mag das Level bisher. Sehr schönes Level. Ich kann das eigentlich direkt mit toll markieren. Das wird nicht schlimm auf Ende zu. Also es wird nicht schlecht auf Ende zu. Das ist... Das kann ich wirklich jetzt schon markieren. Das ist auf jeden Fall ein schönes Level. Herausfordernd. Man hat es nicht sofort geschafft, aber auch nicht... So wild, dass man ewig lange dran sitzen wird. Die Stelle finde ich cool. Da muss man ein bisschen überlegen. Ja, da ist der Wurf. Die Wurffläche, Dings. Wie auch immer. Oh, die Bombe muss ich bestimmt mitnehmen. Ja. Okay. Die muss ich mitnehmen, die Bombe. Also dann so. So eher nicht. Also dann so. Das war zu bald. Ich habe immer nur einen Wurf und ich kann jetzt nicht mehr Neustart drücken. Sonst springe ich zurück. Okay. So, mal gucken, wie viel wir jetzt auf Honey Pinch hinkriegen. Da muss ich hier rüber, dann 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 muss ich werfen. Und dann habe ich den Sprung verhauen. Ah, nein! Ah, immer dann, man merkt in dem Moment, wo man springt, dass es nichts mehr wird. Und ich habe das Momentum nicht. Ich krieg das Momentum einfach nicht in den Griff. So. Ich spiele ja mittlerweile auch Ring Fit und nein, Videos wird es davon nicht geben. Aber es ist echt ein cooles Spiel. Also ich hätte nicht gedacht, dass dieser Ring so gut funktionieren kann. Ich war da schon skeptisch, aber das funktioniert halt echt... Oh mein Gott! Alles funktioniert halt echt gut. Also... Da hat Nintendo wirklich was sehr Hochwertiges erstellt. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Oh.
Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, ob dieser Griff irgendwann so ein bisschen, ja, ich sag mal, ausleiert, dass man den dann halt einfacher zusammendrücken kann. Aber aktuell ist es wirklich ein Kraftakt, um das Ding zusammenzudrücken. Und dadurch trainiert man dann ja auch entsprechend. Also, ob ich da viel trainiere, ist wieder eine andere Frage, ne? Aber dadurch würde man ja entsprechend auch eben. Oh Gott, da muss ich ja richtig lange warten, bis ich den Sprung setze. Oder soll ich dann auf die andere zurück? Das könnte auch funktionieren. Das könnte auch funktionieren. Huch. Ah, es ist ein cooles Level. Ich bleib dabei. Uah. Was habe ich denn da jetzt wieder für einen Quatsch gemacht? Brauche ich aber gleich mal einen Kaffee nach dem Part. Ich mach Quatsch. Conan, mach nicht so viel Quatsch. Wie wäre es damit? So. Nein, aber sagt mir das ruhig, wenn ich irgendwie eine blöde Sprechgewohnheit anfange. Das war ja auch, als ich so viel Drachensprache benutzt habe, ne? Das ist mir ja auch mit der Zeit auf den Keks gegangen. Nee, auf die andere komme ich nicht. Ich muss wirklich recht spät da abspringen. Oio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 
Ich glaube, die 49 Sekunden sind drin. Ich werde den nicht lange haben. Aber ich glaube, die 49 Sekunden sind drin. Alina hat übrigens gemeint, dass sie mit ihrem Alone-Hut-Dings-Level, also das Hütten-Halloween-Level, in den beliebten Dingern gelandet ist. Was? Ach nee. Batterieleistung. Muss ich wieder aufladen, das Ding. Okay. Na gut, wie lange ist es her, dass ich es aufgeladen habe? Ist schon ein bisschen... Ist schon ein bisschen tatsächlich. So, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Eigentlich ist jetzt nichts mehr, was wirklich schlimm ist, bis auf dieser eine Sprung halt. Der da hier, der jetzt kommt. Und wenn ich den habe... Oh boy! Das war super knapp. Und jetzt kommt die Aufregung. Jetzt kommt die Aufregung mit dem letzten Sprung hier. Okay, und jetzt... Nein! Schnell ins Ziel. Oh, hoffentlich hat mir das jetzt nicht den Rekord gekostet. Aber das ist auf jeden Fall... Das ist das Schnellste, was ich hinkriege. Den letzten Sprung habe ich verhauen. Da bin ich nicht sofort in die Röhre. Das könnte mir was kosten. 4 Sekunden schneller! Okay, nein, ist nicht machbar. Huhu! Wow! Dann ist der wirklich durchgewascht. Dann habe ich da keine Chance. Dann habe ich da keine Chance. Wow! Aber ich wollte mal gucken, wie weit ich rankomme. Die 49 Sekunden klangen gut, aber wenn ich jetzt sehe, dass das, was ich gerade gespielt habe, 53 Sekunden war und ich 4 Sekunden schneller sein müsste, ich weiß nicht, wo ich... da muss ich wirklich komplett durchwaschen. Da kann man wahrscheinlich noch mehr abkürzen. Uff. Da kann man wahrscheinlich noch viel mehr abkürzen. Wahrscheinlich bei der... Wo man so runterfährt bei der Plattform. Na, ich brauche jetzt nicht weiterreden. Schaffe ich auf jeden Fall nicht. Hoho. Okay, Respekt an den Rekord, auf jeden Fall. Respekt für den Rekord. So, dann weiter mit Baumeistergeschichten. Das war nicht die Baumeister. So, EU hatten wir durch, ne? Yes, EU hatten wir durch. Wo sind denn wenige? Weil ich habe jetzt halt nur noch, wir haben jetzt schon 12 Minuten. Ich würde gerne eins durchkriegen, dann würde ich eins machen, wo vielleicht wenige drin sind. Ah, das sind zu viele. Gibt es irgendwo eins mit ganz wenigen? Ne, US hat die meisten, ne? Und Japan hat auch viele. Naja, dann müssen wir einfach eins anfangen. Ja, dann fangen wir Australien einfach. Also ich nenne das jetzt Australien, ich weiß es nicht. Ja? Wir fangen AU an. Ich weiß nicht, ob das Australien ist. Finding Boom Boom. Oh, 16 Sekunden kann man das schaffen und es ist auch nicht schwer. Oh, okay. Boom Boom Kampf in 16 Sekunden. Okay, das gibt ein Leben. Okay. Ah, ich dachte, jetzt falle ich da runter. Das ist auch wieder nur zum Gucken, ne? Das ist nicht zum... Oh, da ist Bum Bum. Nice. Was ein Sieg. Aber 16 Sekunden, mein lieber Scholli, da muss aber einer richtig reinracen. Gibt es irgendwo einen Stern, dass man da durch den Boom Boom einfach durchrutschen kann oder so? Krass. Das war ganz schön designt. Jetzt auch nichts, was mich umhaut, ne? Aber es war ganz schön designt. So, Fleen Crafty. Auch sehr einfaches Level offensichtlich. Explore multiple gardens as a cat. Dann exploren wir mal die Garten. Gärten. Die Garten. Genau. Die Mehrzahl von Garten ist nämlich Garten. Nein, natürlich nicht. Gärten, ne? Gärten. Hast du die Gärten von den Nachbarn gesehen? Aber das geht ist ja eigentlich... Eigentlich, wann redet man denn von Gärten? Oh, dankeschön. Wann redet man denn von Gärten? Wann sind denn das mehrere? Die Gärten der Nachbarschaft. Ja doch, das kann man schon sagen.
Ist ja auch egal. Was rede ich denn schon wieder für einen Stuss zusammen? Ach ja, hier kann man ja... Das vergesse ich immer wieder, dass man an diesen Flächen hochklettern kann, wenn man Katze ist. Oder auch dumm ist. Das geht auch. Yay, mehr Leben. Okay, in die Röhre gehen wir nicht rein. Ach so, geht auch gar nicht. Aber da ist eine Tür oder eine Box. Gehen wir durch die Tür und stellen fest, ist nur für Münzen. Okay. Also gehen wir in die Box. Stellt sich raus, kriegt eine neue Katze, aber hier geht's auch nicht weiter. Ha. Okay. Oh, da geht's doch weiter. Oh Gott, das wäre jetzt wieder, so ein typisches Conan-Ding gewesen. Neue Katze? Keine neue Katze. Das ist jetzt wieder so ein typisches Conan-Ding gewesen. Ich sehe die Box nicht und gehe zurück, weil ich denke, es geht nicht weiter, ne? Das, ja. Aber bisher schönes Level. Ja, doch. Doch, das Level gefällt mir. Das ist was, wo ich sage, sowas, das ist das, was ich so erwarte, sage ich mal, wenn ich an offizielle Baumeister denke. Ne? Das ist schön gebaut. Wird alles so ein bisschen verwendet. Ich weiß nicht, ob der Sprung so klug war. Aua, anscheinend war er das. Okay, keine Ahnung, wie man an die Münze rankommt. Achso, indem man einfach rausspringt. Okay. Was allerdings bisher fehlt, ist ein Checkpoint. Das muss ich euch nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Bisher fehlt ein Checkpoint. Ja. Alles klar. So, jetzt stellt sich mir die Frage. Erstens das. Zweitens. Wie zur Hölle hat der die 37 Sekunden geschafft? Also ich habe viel rumgetrödelt. Das ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe definitiv viel rumgetrödelt. Aber... Oh, ich habe da eine Idee. Und ja, natürlich. Ach nee, hier kann man nicht hoch. Ah, ist ja blöd. Dann muss ich... Oh, das ist ganz ungünstig jetzt. Ah, dann ist das hier alles Pflicht, dieser Weg. Ich komme nicht oben rüber. Nee, ich muss durch die Höhle auch durch. Aber die Höhle kann ich abkürzen. Die Höhle kann ich richtig brutal abkürzen. Na, da kann ich einfach hier den hier machen. Ups. Oder auch nicht. Hupsi. Okay. Neuer Versuch. Ich will zumindest mal ein bisschen eine bessere Zeit aufstellen, weil mich einfach interessiert, wie schnell ich das schaffe. Also, dann ist der ganze Quatsch da oben irrelevant. Es geht direkt hier weiter. Nein! So. Okay, passt. Nehme ich so hin, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Schneller geht's durch die Röhre nicht. Das ist halt das Problem. Die Zeit ist safe. Diese Zeit geht auf jeden Fall flöten. Und die kriege ich auch nicht kürzer. Die geht auf jeden Fall flöten, diese Zeit hier. So, aber jetzt kann ich... Ah! Jetzt kann ich mir den Sprung leisten. Mist, ich dachte, ich treffe den. Nein. So, und jetzt kann ich aber direkt in die Röhre rein. Blöd ist nur, ich brauche nochmal die Katze. Weil sonst komme ich hier nicht... Na, wirst du wohl runtergehen? Ja, geh runter! Nuss! Oh, ist da echt nur eine einzige Fläche, wo man durch... Oh, ist das doof.
Okay. Aber das war jetzt immer noch sehr, sehr lange. Aber ich werde jetzt nicht nochmal spielen. Ich wollte nur gucken, wie ich ungefähr hinkomme von der Zeit, wenn ich mich anstrenge. Ja, 20 Sekunden muss ich noch schneller werden. Haha. Ist klar. Ist klar. Kriegen wir hin. Nein. Angry Sun Effekt. Oha. 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 Na, da gucken wir mal, was hier passiert. Ein Pilz. Sehr schön. So, noch ist sie auch gar nicht angry, die Sun. Und selbst wenn ich hier oben bin... Ah, ich dachte, da kommt vielleicht ein Leben raus. Interessiert mich das überhaupt nicht, was die Sun so von mir denkt. Ah, ich muss hier weiter. Interessiert mich die Plattform da unten? Nö. Alles irrelevantes Quatsch. So. Wow, nicht da runterfallen. Da kann man ganz gut durchwaschen auf hier... Da oben ist bestimmt ein Leben. Ja, okay. Alternativweg. Ja, war auch schön designt, das Level, ne? Kann man so sagen. Das schafft man schneller, das ist auch richtig. Aber war schön designt. Würde ich einfach so nehmen. Gut. Na, vielleicht schaffen wir doch ein paar. Wenn die alle so kurz sind, vielleicht schaffen wir es ja sogar. Mal gucken. Dann darf ich mich allerdings nicht immer länger aufhalten. 21 Sekunden. 18%. Das wird aber jetzt schwieriger offensichtlich. Windy Moon Effekt. Wir hatten den Angry Sun Effekt, jetzt haben wir den Windy Moon Effekt. Aber der ist ja irrelevant. Wait, das ist das gleiche Level. Und das sollte ich nicht tun. Aber das ist das, was ich bei der Sonne machen kann. Ne? Ich glaube, bei der Sonne kann ich den Sprung bringen. Aber hier nicht, weil dann der Wind entgegenkommt. Ich würde es aber tatsächlich mal probieren wollen. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Nein! Und dann kommt der Wind hier nochmal. Ah! Ah, das ist auch Level Design, ne? 101. Bau ein Level. Füge Sonne ein. Bau das Level nochmal. Füge Wind und Mond ein. Ende. Also nicht baue das Level nochmal, sondern einfach kopieren. Ja? Kopieren, einfügen. Und dann statt Sonne einfach mal Mond und Wind. Neues Level erstellt. Das sind die Tipps der offiziellen Baumeister. Ja, klar. Aber warum nicht? Okay, jetzt ist die Frage, kriegen wir das hin? Gerade so. Schneller wird's nicht. Aber unter dem Aspekt probiere ich jetzt nochmal die Sonne. Vielleicht komme ich zumindest an 20 Sekunden oder so hin. Ja, das ist nämlich schon gar nicht... Also das geht schon gar nicht so viel schneller, als ich gerade war. Wahrscheinlich am Schluss noch ein bisschen schneller springen. Vor allem gerade sagte er noch, wir dürfen uns nicht so lange an den Leveln aufhalten. Jetzt spiele ich das hier nochmal. Aber ist ja egal. Es ist halt genau das gleiche. Okay, wieso hat das vorhin funktioniert und hier nicht? Ach, wegen dem Wind. Das sollte genau der gleiche Quatsch sein, ne? So, schafft mir jetzt diesen Sprung? Das ist die große Frage. Ja! Naja, dann ist die Sache ja klar. Jetzt geht's einfach da durch. Oh, ich kann da durchlaufen. Oh, ich muss da gar nicht hochspringen sofort. Ich kann da einmal durchlaufen. Dann müsste ich jetzt eigentlich mit dem Weltrekord gleich ungefähr teilen, weil viel schneller als nur durchrennen geht ja nicht. Ich stopp ja nirgends. Ne? Ich stopp ja einfach nirgends. Ich laufe hier einfach. Und ich muss nicht mal bremsen. Nicht mal hier. Ich kann hier direkt... Ah, ich kann hier direkt noch für den nächsten Sprung ansetzen. Da müsste ich eigentlich sehr nah am Weltrekord dran sein. Weil wie soll man das denn noch schneller spielen? Da müsste ich eigentlich gleich sehr nah... Ah, jetzt bin ich ein bisschen gestoppt. Habe ich ein bisschen gestoppt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, ein bisschen bin ich gerade... doof. Ein bisschen bin ich gerade doof, ja. Das trifft es. Das trifft es ziemlich gut sogar.
Einfach nirgendwo hängen bleiben. Direkt weiterspringen. Direkt weiterspringen. Nice. Also viel schneller wird's nicht. Viel schneller wird's nicht. Ja, ja. Geh weg mit Batterieleistung. Ja. Das sind so kleine Millisekündchen. Ich weiß nicht, wie man die wieder rausholen kann. Wahrscheinlich irgendwo einen kleinen Sprung noch reinsetzen. Oder vielleicht statt, dass man von der Kante läuft, einen Sprung ansetzen. Solche Sachen sind es vielleicht noch, aber... Mehr als, glaube ich, mit dem Weltrekord teilen kann man nicht. Ich glaube, der den Rekord aufgestellt hat, hat schon den meisten. Das meiste erreicht. So, PAX. PAX ist so eine Messe, ne? Da halten dann immer so YouTuber auch manchmal irgendwelche Anreden und keine Ahnung und machen Fantreffen. Glaube, Jacksepticeye ist immer bei so einer PAX-Messe. Zumindest sagt mir der Name gerade irgendwann. Mein Gott, hi. Gut, also wir haben eine... Hey, wait. Hä? Ich hab eine Idee, aber funktioniert das? Kann man die mit einer Box killen? Nein. Hä? Wo kriege ich jetzt den Schlüssel her? Ich dachte, wenn ich den töte, kriege ich den Schlüssel, aber... Ich kann ihn nicht, kann ihn ja nicht töten. Ach, da ist... Das war nicht nett. Dann muss der Schlüssel über dem Block sein. Im nächsten Raum, meine ich. Hä? Wait. Ah, sag ich ja. Ach, da ist der Schlüssel. Na, geh halt weg. So, aber ich muss immer noch Pompom finden und wir kriegen keine... Ah, nee. Toll. Wir kriegen keinen Checkpoint. Ach Mist, jetzt ist der blöde Buddha. Aber ich brauche ja den Block. Ah ja, gut, aber ich muss den Block ja nicht drücken. Ich hatte gerade Bedenken. Oh, ich habe ein Problem. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Habe ich mir super verbaut. Habe ich mir richtig gut verbaut. Mist. Okay. Aber sehr cooles Level. Da kann man auch wieder nichts sagen. Sehr cooles Level bisher. Geh weg. Oh no. So. Den lösen wir nicht aus. Welcher killt den Swamp? Der dann wahrscheinlich. Ich will den Swamp vielleicht gar nicht killen. Ach so, und jetzt den hier.
Okay. Ach so, ich brauche den dafür. Ach so. Da ist Pompom. Oh mein Gott. Es ist Riesenpompom. Hilfe. Da ist Pompom. Okay. Wir haben die Zielbedingung. Jetzt aber ab zum Ziel ganz fix. Nee, mein Freund. Wir holen uns nicht das Leben. Huh. Okay. Ja, das waren coole Ideen. Coole Ideen, die sie da eingebaut haben. Aber auch da 56 Sekunden? Puh. Da muss man ordentlich Gas geben. Noch ein Pax-Level. 3 Level haben wir noch. Aber ich denke, die werden wir uns beim nächsten Mal anschauen. Wie lange dauern die so gefühlt? 49? 1,20? Ja, nee. Das ist fürs nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich kontrolliere, ob es synchron war. Und tschüss.